Hallo zusammen, mein Name ist Stefan Wiesner, ich bin Fotograf aus Niedersachsen und das ist meine Frau Christina. Hallo. Und sie wird mich dabei unterstützen, euch 7 Tipps für das Fotografieren nur bei Fensterlicht zu zeigen. Keine Blitze, keine Lampen, keine sonstige teure Spezialausrüstung, nur du, die Kamera und ein Familienmitglied. Ich wünsche ganz viel Spaß bei der Umsetzung und wenn du möchtest, dass wir deine Bilder sehen, dann benutze das Hashtag CreateYourLight auf Facebook oder Instagram. Dann können wir uns alle gegenseitig so ein bisschen inspirieren lassen. In diesem Sinne, viel Spaß, wir legen los. Film Noir, und zwar mit Fensterlicht. Film Noir zeichnet sich dadurch aus, dass du sehr hohen Kontrast hast, dass du also sehr dunkle Schatten hast und auch sehr harte Lichter. Das macht man typischerweise mit einem Scheinwerfer oder mit hartem Blitzlicht oder sowas. Wenn du die Möglichkeit hast, kannst du natürlich abends dein Auto vor deine Wohnung fahren und mit Scheinwerfer reinmachen. Das könnte man natürlich auch machen. Wir nehmen jetzt Sonnenlicht. Und zwar habe ich hier eine Jalousie hingehängt. Die kann man für 20 Euro im Baumarkt kaufen, wenn du zu Hause keine hast. Oder du kannst ja aus Karton natürlich was basteln, damit du diesen Look hast. Oder du kannst einen Vorhang nehmen oder sowas. Da kann man ein bisschen kreativ sein. Ich habe bei uns im Kleiderschrank noch so einen alten Hut gefunden. Der passt so okay. Sieht nicht ganz nach Gangster aus, aber so ein bisschen. Auf der Kamera habe ich 50 mm. Das ist eine Brennweite, die mir erlaubt, ein bisschen freizustellen, aber auch mal so Halbkörper zu zeigen, Ganzkörper zu zeigen, je nachdem, wie viel Platz man hat. Also was ich haben will nachher, ist so ein Foto so. Ein Detective schaut aus dem Fenster so. Oder halt eben eine schöne Frau schaut aus dem Fenster. Oder eine ideale Gelegenheit, glaube ich, auch die Kinder zu nehmen, die Faschingskostüme rauszuholen und die so ans Fenster zu stellen, geheimnisvoll und irgendwie eine Pistole in die Hand oder eine Knarre oder eine Zigarre in die Hand oder ein Whiskyglas in die Hand oder irgendwas anderes halt, kreativ sein. Kannst du die Krawatte binden? Ich? Mhm. Nee. Ich glaube, wir können das im Internet nachgucken. Ja, ich kann natürlich, aber... Ist ja. Die Hose nicht mehr hell wegen dem Bauch? Nicht? Ist das so, ne? Dachte ich. Es ist jetzt nur weil es Retro ist. Okay. Ups. Wenn ich eins in der Bundeswehr gelernt habe, dann was fürs Leben, ne? Quasi Krawatte binden. Das lernt man bei der Bundeswehr. Ja, klar. Die allermeisten Rekruten kommen dahin und können das. Ich konnte das vorher auch nicht. So, ausreichen, ne? Ich hätte mal Billigen kaufen sollen. Trinke ich jetzt heute Morgen nicht. Gehört ihr nicht Eis dran? Haben wir nicht. Okay. Wir haben kein Gefrierfach hier. Aha. Wenn du dir das Bild anguckst und siehst, dass das Gesicht blinkt, ja. Dann ist es zu hell. Du kannst dann Belichtungskorrektur machen. Hier drauf drücken und dann Rad drehen. So, lass mal gucken. Es ist halt jetzt schon da, der Streifen, der auf deinen Augen geht. Der muss aber nicht. Nee, runter. So, ja. Genau, es tut weh. Wenn es weh tut, ist es gut. Okay, wie beim Sport. Kannst du das auch irgendwie so? Ja, klar. Und nicht ganz so breit, bitte? Wow, wow. Ist das Auge, nee, so ein bisschen höher den Blick. Jetzt hat es Licht. Stopp mal kurz. Das ist auch ein bisschen nach unten, fand ich nicht schlecht. Ja. Weil das so aussieht, als würdest du so runter auf die Straße gucken, jemanden beobachten. Ja, also können wir nochmal machen. Das Coole ist, das Licht kommt eigentlich von oben auf mein Auge. Man sieht aber nicht, dass es, ne? Also ich glaube, es passt. Kannst du jetzt mit dem Auge so ein ganz bisschen in meine Richtung kommen? Ja, stopp. Und wieder etwas runter, als bist du wieder im Schatten. Kopf neigen, Auge so lassen. Ja. Oh, das tut weh. Was war unser Kind kaputt? Ja, das kommt doch gut. Mhm. So, ganz kurz ein paar Tipps und Tricks. Ich arbeite, wie gesagt, mit 50 mm auf so Blende 2, sowas, dass ich so ein ganz bisschen den Hintergrund unscharf habe. Und der Trick ist, wenn du jetzt im Video darauf achtest, ist der Hintergrund eigentlich hell. Der Trick ist, dass ich sehr nah an der Lichtquelle bin und dadurch bin ich viel heller als der Hintergrund. Und deswegen sieht das Zimmer eigentlich ziemlich dunkel aus. Wir haben eine Belichtungskorrektur, wir arbeiten im A-Modus und haben eine Belichtungskorrektur von -1,3 gemacht. Dadurch ist alles sehr viel dunkler und dadurch brenne ich nicht so aus, weil die Kamera versucht natürlich so einen Mittelwert zu finden. Und weil die Lichtstreifen auf meinem Gesicht super hell sind, will ich eigentlich auf die belichten. Und dadurch wird alles andere ein bisschen dunkler. Und dann ist ein bisschen die Frage, wo halte ich den Kopf hin? Ein bisschen nach oben, ein bisschen nach unten, gucke ich ein bisschen in den Himmel, gucke ich eher nach unten auf die Straße. Aber nicht zu tief, weil wenn ich so runter gucke, sieht das auch komisch aus. Das Whiskyglas, muss man das überhaupt sehen? Soll man das sehen? Soll es im Licht sein oder nicht? Da kann man ein bisschen mitspielen, je nachdem auch, was man da in der Hand hat. Und das ist eigentlich schon alles. Vielleicht ein letzter Tipp noch. Die Frage ist ein bisschen, wo fokussiere ich hin, wenn ich Unschärfe drin habe? Generell immer auf das vordere Auge. Also wenn ich den Kopf so habe, immer auf das vordere Auge. Dann sollte das vordere Auge aber auch heller sein als das hintere. Weil wenn das vordere Auge dunkel ist und das Licht auf dem hinteren Auge ist, aber das ist unscharf, dann ist es für den Betrachter verwirrend. Also darauf achten, dass man den Kopf so dreht, dass eben das vordere Auge so ein bisschen Licht abkriegt, wenn man das möchte.
Und da kann man ein bisschen mit experimentieren. Das sind häufig nur Millimeter, wie ich den Kopf bewege. Das muss die Fotografin oder der Fotograf präzise Angaben geben. Weil es, oder halt einfach mehrere Bilder machen, bis es halt klappt. Damit so diesen richtig cooler Effekt entsteht halt dann, wenn Licht und Schatten genau das richtige Maß haben. Also das muss man sehen, muss das Foto ansehen und sagen, das ist es. So aus dem Bauch heraus. Ansonsten eine Gaudi, super einfach zu machen. Tageslicht am Fenster, inzwischen ist es 9 Uhr, die Sonne ist seit 3 Stunden auf. Also man kann das im Laufe des Tages irgendwann machen. Viel Spaß beim Nachmachen. Kopf insgesamt ein bisschen nach oben drehen, dass man nicht ins Auge kriegt. Ja. Entspann dich. Kann ich nicht dichter kommen. Das ist tatsächlich überraschend schwierig. Ne? Mhm. Aha, so. Ja, das ist besser. Ja, besser, ne? Mhm. Und das kann ich ein bisschen variieren. Jetzt habe ich halt hohen Kontrast. Das Gesicht sieht man halt gar nicht mehr. Oder man sieht es ein bisschen, das kann ich jetzt einstellen eigentlich. Versuch doch mal ein bisschen sexy mich anzugucken oder ein bisschen geheimnisvoll. Sexy? Ich dachte, den Rest vom Gesicht sieht man gar nicht. Ja, aber so die Augen, nur die Augen. Die sind ein bisschen, also ein bisschen geheimnisvoll. So die Geheimnis, weil du bist ja sehr viel Licht und Schatten drin. Ja. Und wenn du mich einfach nur so lieb anguckst, dann wirkt das nicht, weil das eigentlich ein Widerspruch ist. Okay. Und genau, so ein bisschen, ja, und jetzt zu mir gucken. Sehr schön, ja, genau, ja. Augen ganz bisschen zusammen machen, die Augen, so Konzentrationsblick. Ja, sehr schön, das Ding. Entspann dich. Das ist tatsächlich besser. Ja. Ronja. Ronja. Komm her. Komm her. Komm her, Ronja. Möchtest du sehen, was ich hier mache? Komm her. Guck mal, Mama guckt finster. Ja, Mama. Oh, das kriegen wir wahrscheinlich nicht, das beide. Ronja, Kopf hoch. Höher. Ja. Nein. Lichtstreifen, so richtig, richtig kontrastreiches Bild, wo man nur das Auge sieht mit dem Streifen quer durch, von oben nach unten schräg, das kann man frei machen. Was wir hier gemacht haben, wir haben einfach ein Stück Karton genommen, in der Mitte durchgeschnitten und mit Tesafilm wieder zusammengeklebt, sodass wir einen schmalen Schlitz haben. Und der kann natürlich eine Form haben, da könnt ihr jetzt auch eine Spirale bilden, da könnt ihr schräg laufen, wie gesagt, das ist überhaupt kein Problem. Das kann man ans Fenster kleben, an die Decke hängen oder so, jemand könnte es festhalten, wie man es möchte. Und die Idee ist jetzt folgende, du nimmst die Kamera, du musst ein Objektiv haben, mit dem du so ein bisschen nah rankommen kannst. Das könnte das Handy sein, das kann ein Makroobjektiv sein, wenn du das hast, dass du nicht was Weitwinkliges nimmst. Ich bin jetzt hier mit dem 24-70 auf 70 mm an der Nikon Z6. Und ich als Fotograf setze mich dann so hin, oder setze das Model so hin, dass dieser schmale Lichtstrahl genau durchs Auge läuft. Und wenn ich dann sehr viel Kontrast einstelle, ich nehme das Bildprofil und stelle Schwarz-Weiß ein und sehr viel Kontrast, also Kontrast plus 3, 4, 5. Und dadurch sehe ich in der Live-Vorschau schon das fertige Bild im Grunde. Ich kann im Grunde das JPEG auf Kamera nachher nehmen. Und habe dann eigentlich ein schwarzes Bild mit nur dem Lichtstrahl durch das Auge durch. Das gibt so einen coolen Look. Und dann ist eigentlich nur noch die Frage, wie guckt das Model? Sieht meistens ein bisschen komisch aus, wenn sie nach oben guckt. Sondern wir fanden es eigentlich besser, wenn sie leicht nach unten guckt. Ein bisschen leicht nach unten. Und dann so ein bisschen schräg mich anguckt. So geheimnisvoll. Verschmitzt vielleicht. Vielleicht auch irgendwie noch sogar eine Maske dazu nehmen oder sowas könnte man natürlich machen. Um da so einen geheimnisvollen Look hinzukriegen. Wieder etwas, wo man super kreativ sein kann, wo man vielleicht auch wieder die Kinder mit dem Faschingskostüm dazusetzen kann oder sich was Kreatives überlegen kann mit den Mustern. Also versucht das vielleicht mal drüber nachzudenken, dass du ein Spinnennetzmuster oder sowas erzeugst, statt nur den Lichtstrahl. Spinnennetzmuster kann man übrigens machen mit einem Küchensieb. Küchensieb und schon hast du ein Muster im Gesicht. Das klassische Fensterlicht. Von hier vorne, ich sitze direkt vor dem Fenster, kommt Licht und ich bin dadurch sehr gleichmäßig ausgeleuchtet. In diesem Fall ist es so, dass im Hintergrund auch noch Terrassentüren, Fenster sind, sodass von der Seite auch relativ viel Licht kommt, der Raum hinter mir hell ist. Wenn ich da die Rollläden runter mache, ist der Raum sehr viel dunkler. Je dunkler ich sie machen möchte, kann ich das mit den Rollläden halt kontrollieren. Also das ist ein ganz einfaches Setup. Der Fotograf sitzt mit dem Rücken zum Fenster. Ich als Model bin sehr gleichmäßig beleuchtet. Ja, jemand in meinem Alter, dem kommt das dann vielleicht auch ein bisschen entgegen. Weil diese gleichmäßige Beleuchtung, die führt dazu, dass ich weniger sichtbare Falten habe, dass Poren nicht so sichtbar sind. Weil wenn du eine Pore siehst, dann ist es immer der Schatten in der Pore. Das zeigen wir gleich bei der zweiten Variante mit Licht von der Seite. Wir probieren das einfach mal aus und zeigen das. Ich habe den Körper gar nicht mit drauf, ich habe jetzt nur das Gesicht. Ne? Also ja, schon so Brustansatz. Ich muss ein bisschen nach hinten, sonst muss ich raus im Garten. Ja. Okay.
Müsste noch ein Stück. Und so lächeln ist nicht dein Ding, ne? Oder magst du noch probieren? Jetzt mal ein bisschen von mir weggucken. Aber nicht so viel. Nee, und nicht so nach oben. Nee, das mag ich nicht. Ja, das ist gut. Ja, guck mal, was für ein Unterschied. Ja, gut, okay. Also, wenn uns was gefällt, dann können wir übrigens hier so zum Beispiel, das ist doch gut, bewerten, dann weiß ich es nachher gleich beim Import, dass mir das gefallen hat. Ups. Sehr gut. Ja, okay, ich darf auch mal lächeln. So, achte mal auf den Hintergrund, jetzt machen wir die Rollläden wieder hoch. Der Hintergrund wird jetzt immer heller, das kann ich einstellen. Ich kann selbst kontrollieren, wie hell dieser Hintergrund sein soll, solange die Fenster nicht im Bild sind. Wenn die im Bild sind, dann ist natürlich ein bisschen, dann sieht man, dass die Rollläden halb runter sind und das sieht komisch aus. Aber so könnte ich jetzt machen, einen Tick heller und freundlicher hinten oder halt eben so dunkel, wie ich es halt gerne haben möchte. Viel besser. Es hat so ein ganz bisschen mit dem hellblauen T-Shirt so der Zahnarztpraxen-Luchen. Zahnarztpraxen? Ja. Dr. Wiesner. Alles so schön weiß. Herr Dr. Wiesner, ich habe immer geputzt, ich kann mir das nicht erklären. Was mit dem noch? Die Alternative zu Licht von vorne ist natürlich Licht von der Seite. Jetzt stehe ich direkt am Fenster, da ist gerade Vorhang vor und gar nichts. Das heißt, die Gesichtshälfte ist heller als die, weil ich direkt dran stehe. Und es ist mir die Frage, Grundsatzfotografie, Gesicht zum Licht. Das heißt, idealerweise will ich eigentlich so stehen möglichst, damit das Gesicht gleichmäßig von vorne beleuchtet wird. Das heißt, solche Sachen kann man machen, dass gerade so ein bisschen streifig drüber kommt, dass ich vielleicht so verträumt aus dem Fenster gucke. Und dann ist halt eben das Gesicht gleichmäßig beleuchtet. Aber ich habe trotzdem Kontur auf dem Körper. Je nachdem, was man machen will. Gerade auch sehr dankbar natürlich für so Dessous-Fotografie oder solche Sachen. Oder Muskelfotografie. Dessous stehen mir nicht so gut, also Muskel geht so. Probieren wir trotzdem. Wir versuchen das, wie das aussieht. Jetzt dreh doch mal den Kopf zu mir. Ja. Ist okay, wenn ich es auf dunkle Augen fokussiere? Ja, das ist in dem Fall egal. Wenn ich gerade gucke, das ist egal. Es geht eigentlich um das Auge, was dichter dran ist. Okay. Also das, wenn ich so behalte. Aber wenn ich frontal habe, dann spielt es keine Rolle. Kann ich auf dem linken bleiben, okay. Außerdem, ganz wichtig, der Abstand vom Fenster. Das heißt, wenn ich hier stehe, habe ich relativ hohen Kontrast, weil die Wange sehr viel dichter am Fenster ist als die, relativ zum Fenster, weil ich so nah dran bin. Je weiter weg ich gehe, das wird ein bisschen diffuser, weil jetzt kommt das Licht von der anderen Wand, was zurückreflektiert. Dieser Raum ist halt sehr hell. Deswegen fällt es nicht ganz so auf wie in einem kleinen Raum. Aber es ist immer so, die Gesichtshälfte zu der Abstand zum Fenster ist jetzt gleich. Weil jetzt ist das Ding schon wieder 1,50 Meter weg. Also es ist nicht mehr so kontrastreich, wie wenn ich rübergehe, je dichter ran ich bin, desto kontrastreicher wird das Bild. Ja. Soll ich dichter ans Fenster, damit mehr. Ich müsste dichter ans Fenster, oder? Wegen mehr. Oder? Mhm. Damit du auch mehr Kontrast an den genau. Muskeln hast. Oder? Genau. Ja. Dann mache ich es ein bisschen so und ein bisschen rausgucken. So, jetzt habe ich hier einen Reflektor in der Hand. Der soll dafür sorgen, dass die Gesichtshälfte, die jetzt relativ dunkel ist, weil sie vom Licht abgewandt ist, dass die halt wieder heller ist. Ich will aber nicht den ganzen Körper hell machen, sondern eigentlich nur den Kopf so ein bisschen. Das heißt, den werden wir jetzt auf dem Stativ hängen und so ungefähr auf Kopfhöhe, um einfach so ein bisschen Licht wieder in die Augen zu bringen. Alternativ, wenn du keinen Reflektor hast, kannst du natürlich ein Stück Alufolie nehmen, weißes Tuch oder irgendwas Helles halt, das einfach ein bisschen Licht wieder reinbringt. Das Schöne am Fensterlicht ist, da sieht jeder gut aus. Und es ist furchtbar einfach, weil du siehst ja live, was du siehst. Selbst wenn du nicht durch die Kamera schaust, siehst du ja, wo ist Licht und Schatten und so weiter und so fort. Kleiner Bonustipp noch, die Christina saß bei diesem Shooting, wo ich versucht habe, stark auszusehen, saß sie auf dem Boden und war so ein bisschen tiefer als ich. Je tiefer sie ist, desto größer wirke ich auf dem Foto. Dadurch sehe ich natürlich automatisch größer und stärker aus. Wir haben 50 mm genommen. Je weitwinkliger, desto mehr Verzerrung habe ich dabei. 50 ist da kind of neutral, aber durch dass sie tiefer ist, 50 mm nimmt, wirklich ein bisschen größer. Also da würde ich nicht 85 oder noch mehr nehmen, sondern die 50 betonen nochmal Größe und Stärke so ein bisschen in diesem Fall. Silhouetten fotografieren.
Und zwar eine ganz einfache Sache, indem man eine Person ans Fenster stellt. Das geht halt eigentlich nur, wenn du ein großes Fenster hast. Das kann man häufig sehr gut im Hotel machen. Wenn du dir mal ein gutes Hotel gönnst mit einem Balkon, hast du häufig so eine Glastür. Das ist häufig sehr dankbar. Das habe ich schon öfter im Urlaub gemacht. Wir haben bei uns im Schlafzimmer tatsächlich ein bodentiefes Fenster und das können wir dafür sehr gut nehmen. Das heißt, ich stelle Christina gleich vor das Fenster. Und jetzt kommt es, von der Kameraeinstellung her, gehe ich in manuellen Modus und ich mache erstmal ein Foto von draußen. Also ich belichte so, wie ich das brauche, damit ich blauen Himmel habe und so weiter, wie ich das draußen habe. Und erst dann stelle ich sie dahin. Weil dann führt das automatisch dazu, dass sie der Silhouette wird, weil sie hier drin natürlich viel dunkler ist als draußen der helle Himmel. Also eine ganz einfache Sache. In diesem Fall habe ich jetzt hier Blende 2.8 ein 1600stel bei ISO 100. Das habe ich, wie gesagt, einfach gemessen, bis die Automatik mir sagt, es ist korrekt belichtet für den Himmel. Genau, so. Sehr schön. Und jetzt den Kopf nach rechts drehen, nur den Kopf. Mach weiter, 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 weiter. Du hast ein schönes Profil. Ich mag dein Profil. Habe ich das schon mal gesagt? Ja. Sehr gut. Sehr schön. Kannst du aber sehr viel Lichter kommen. So, was genau. Jetzt habe ich nämlich nur die Bäume mit im Bild. So. So, jetzt haben wir hier so ein Head-Profil und ich kann jetzt in der Nachbearbeitung den Kontrast noch ein bisschen hochziehen, er wird das Gesicht schwarz oder ich kann den Kontrast ein bisschen runternehmen, dann hat das Gesicht wieder Farbe. Also je nachdem, ob ich ein bisschen Haut sehen möchte oder halt eben reines Profil haben möchte, werde ich das nachher leicht einstellen. Ja, das ist ein bisschen mehr. Kopf mehr zu mir, ganz leicht mehr zu mir, ja. Noch ein bisschen. Danke. Also super einfache Sache, Person vors Fenster stellen, korrekt belichten auf den Hintergrund, nicht auf die Person. Und jetzt kann man mit der Belichtung halt noch ein bisschen spielen. Möchte ich ein bisschen Haut haben, möchte ich nicht Haut haben, also ein bisschen Helligkeit drin haben oder nicht. Wenn die Person ganz leicht das Gesicht dreht, kriege ich ein Profil, dann will ich das Profil vielleicht ein ganz bisschen heller haben oder nicht. Also man kann spielen. Und das Schöne ist natürlich bei so einer Kamera mit Live-View, da sehe ich ja das fertige Bild direkt im Live-View. Also ich kann ja Anweisungen geben und die Person dreht sich so, bis ich sage, das ist es. Und ich drücke auf den Auslöser. Wo Licht durch ein Fenster fällt, da sind auch Schatten. Schattenspiele. Was du natürlich machen kannst, ist, dass du an das Fenster irgendwas ranklebst, was ausschneidest. Wir haben jetzt Schmetterlinge aus Karton ausgeschnitten, ans Fenster geklebt. Und die Idee war so ein bisschen, dass meine zweijährige Tochter danach greift. Und zwar als Schattenspiel. Das heißt, wir sehen nicht das Fenster, sondern der Schatten von dem Schmetterling auf dem Boden und meine Tochter auf dem Boden und sie greift halt so nach so einem Schmetterling, als wenn sie damit so spielen würde. Das war überraschend schwierig, weil mit 2 Jahren lässt sie sich nicht sagen, also wie eine 14-Jährige, lässt sich nicht sagen, was ich möchte. Das heißt, es hat ein bisschen Überredungskunst gebraucht, sie dazu zu bringen, dass sie da auch wirklich danach greift. Das braucht ein bisschen Fingerspitzengefühl. Ist aber eine Gaudi. Und wie üblich, man kann da super kreativ sein und machen, was man möchte. Schmetterlinge oder vielleicht eher was Dunkleres, also Fledermäuse oder solche Sachen oder was auch immer. Sei kreativ. Machst du den wieder dran? Kann man hier rüber? Kann man hier rüber? Kameraeinstellung, ich bin im A-Modus. Dann halt eben beliebige Blende, spielt eigentlich gar keine Rolle, weil man sieht ja nur den Boden, man hat keine Unschärfentiefe oder sowas, weil da ist ja nichts, was unscharf sein kann. Also Blende 3, 4, 5, 6 spielt überhaupt gar keine Rolle. Im A-Modus, das sollte völlig automatisch funktionieren und ganz normal mit Autofokus halt auf den Boden dann. Fensterlicht kann natürlich auch heißen durchs Fenster oder es kann sein auf dem Fenster. Mehrere Möglichkeiten, also eine Fensterscheibe. Man kann eine Spraydose nehmen und Wasser raufsprühen und simulieren, dass es regnet oder man nimmt richtigen Regen. Das kann besonders schön sein, wenn du in der Stadt wohnst und draußen Lichter der Stadt hast, die sich dann auf der nassen Straße reflektieren und so weiter. Kann eine sehr gute Idee sein. Oder was wir jetzt gemacht haben, wir haben Wasserkocher genommen, heißen Dampf an die Scheibe gehauen und halt eben ein bisschen Regentropfen raufgesprüht und dann was raufgeschrieben. Und da kann man natürlich persönliche Sachen machen, die für dich und deine Familie wichtig sind oder im Moment aktuell halt Stay Home als symbolischer Aufruf, gerade auf Instagram oder sowas. Da kann man natürlich beliebig kreativ sein. Wenn du keine passende Fensterscheibe hast, kannst du natürlich auch einen Bilderrahmen nehmen. Du kannst eine Person nehmen, die hält den Bilderrahmen fest und dann kannst du da wieder raufsprühen und kannst durch die Scheibe durchfotografieren. Und dann kannst du ein bisschen frei, kreativ entscheiden, willst du die Wassertropfen im Fokus haben, willst du die Person im Fokus haben, soll die Person die Scheibe anfassen, soll sie nur durchgucken, kann man beliebige Kreativität entfalten. Also ganz viel Spaß beim Umsetzen. Jetzt wird es langsam Abend, blaue Stunde ist ein paar Minuten und die Idee von diesem Shooting ist so ein bisschen Familienleben, es geht uns gut, es ist gemütlich, es ist warm. So dieses, wie wenn man abends durch die Straßen geht und bei den Nachbarn reinguckt und da sind Lichter an und die Familie sitzt zusammen am Esstisch oder sowas und es sieht immer so dieses
Diese warme, gemütliche Stimmung, diese Familienstimmung, die möchte ich einfangen. Dafür nehme ich meine Nikon, packe sie aufs Stativ, verbinde mein Handy mit der Kamera, sodass ich drinnen gemütlich sitzen kann im Warmen und auslösen kann. Alternativ könnte ich natürlich 10 Sekunden Vorauslösung nehmen und reinrennen. 50 mm ist ein guter Look, weil das ungefähr das ist, was man im echten Leben auch sieht, so ungefähr vom Bildwinkel. Also ich würde da jetzt nicht 200 mm Tele nehmen oder sowas. Und ich nehme bewusst den Bildausschnitt so, dass man die Mauern auch so ein bisschen sieht. Man muss ein ganz bisschen Umgebungslicht sehen, weil sonst sieht man die blaue Stimmung nicht. Also ein bisschen Umgebung muss man sehen und die Mauern, dadurch ist dieser durchs Fenster gucken Look quasi, wenn das Sinn macht. Das wäre so die Idee davon. Ganz einfache Sache, die aber auch ein schönes Erinnerungsfoto vielleicht für euch gibt, wenn ihr im Moment viel Zeit mit der Familie verbringt, dann macht doch ein Foto davon und ich finde, das ist eine gute Variante. So, das war's schon. Eigentlich eine sehr, sehr einfache Sache. Im A-Modus oder im M-Modus, wie gesagt, die Belichtung einstellen. Optional mit dem Handy auslösen oder mit dem Fernbedienung, je nachdem, was du hast. Und dann drinnen halt eine Szene stellen. Das ist ja ein Foto für dich, wo du sagst, das ist typisch für euch, das ist gemütlich, daran möchtest du dich erinnern, das Fotoalbum quasi füllen mit diesem einen Foto. Wir haben erst 50 mm, dann 85 mm überlegt, sind es auf 50 mm gegangen, damit ich ein bisschen Mauer drumherum zeige, dass es mehr noch so aussieht wie, ich gucke bei jemand anders in die Wohnung rein. Mit 85 war es dann doch zu eng. Ich wohne hier auf dem Dorf. Nachbarhunde, Krähen und so weiter, gehört dazu zum guten Ton. Also, ganz viel Spaß beim Nachmachen. Ich hoffe, das hat Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat dich motiviert, dir die Kamera zu schnappen und ein Familienmitglied davor zu setzen. Wenn du das machst, vergiss nicht, das Hashtag zu benutzen, Create Your Light, damit wir alle uns gegenseitig inspirieren können. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.